Die Lenkstange an euren E-Scootern ist leicht lockerlose. Ihr solltet nicht allzu lange warten mit der Reparatur. Warum, verrate ich euch sofort. Und damit hallo, willkommen zu einem neuen Video. Tja, und im Laufe der Zeit löst sich hier in der Verbindung, wir haben ja hier eine zweigeteilte Lenkstange, hier innen drin löst sich so eine Schraube ein, zwei Gewindegänge und die hält das obere und das untere Lenkkopflager zusammen. Beides zusammen wird auch als Steuersatz bezeichnet. Und wenn ihr zu lange wartet, weil hier an diesem Scooter, hier seht ihr es jetzt, die Lenkstange ist so ein bisschen locker. Man kann die hin und her bewegen. Das ganze Rad hängt so ein bisschen lose. Wenn ihr zu lange wartet, in diesen Lenkkopflagern laufen so kleine Kugeln und wenn die zu viel Spiel haben, zerstört ihr euch euer Lenkkopflager und ihr werdet keine Freude mehr daran haben. Wie schnell und einfach die jetzt eingestellt werden können, das zeige ich euch doch mal eben ganz schnell. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen den Scooter jetzt erst einmal fachgerecht auf die Hebebühne setzen. Hebebühne habe ich nicht. Ich habe aber Rasenkantensteine hier. Und schon ist das Rad frei. Jetzt klappe ich die Lenkstange ein. So. Und die Fachleute werden es ja schon erkannt haben. Ich zeige es euch hier anhand meines Ninebot Max G30D2. Wir müssen hier erstmal, das hier ist eine Klemmschelle, die klemmt sich rum. Die hält Unter- und Oberteil der Lenksäule der Lenkstange zusammen. Und das müssen wir hier erst einmal lösen. Das geht ganz einfach. Wir brauchen hier nur die Imbusschrauben. Ich habe hier eine von vorne. Ups, da fällt schon vor Schreck die Lenkstange runter. So, eine hier und die andere ist hier auf dieser Seite. Die nicht herausdrehen, nur lösen. Und bei dieser Schraube war es etwas schwerer, aber hier ist auch ein Schraubensicherungsmittel drin. Denn wenn sich diese Schrauben lösen sollten während der Fahrt, dann habt ihr vielleicht das Problem, ihr fahrt geradeaus, aber das Rad ist lose. Es fährt Kurven, obwohl ihr geradeaus wollt. Daher sind hier die Schrauben mit Schraubensicherungsmittel gesichert. Der Grund, warum ihr aber Spiel in der Lenksäule, in dem Lenkrad habt, den findet ihr hier. Das hier ist die Schraube, mit der eigentlich Ober- und Unterteil der Lenkung verbunden sind. Und diese Schraube wird sich im Laufe der Zeit etwas gelöst haben. Die ist so ein bisschen, ja, hier sieht man es auch, die Scheibe ist komplett los, die dreht sich ja sogar ein bisschen mit. Wir müssen jetzt hergehen und diese Schraube, die müssen wir andrehen. Auch mit einem 5er Inbus. Jetzt nicht, bis hier der Arzt kommt. Nein, andrehen. So, rein mit dem Inbus. Und zwar nur so, dass die Lenkung fühlbar schwergängiger wird. So, jetzt wird es hier richtig schwergängig und jetzt geht man her und löst die Schraube ein klein wenig wieder. So, nicht ganz locker drehen, etwas lösen, bis die Lenkung hier wieder leichtgängig ist. So. So sollte es aussehen und das war es schon. Jetzt haben wir hier keinerlei Spiel mehr im Rad. Und bevor ihr jetzt überschwänglich sofort eine Probefahrt starten wollt, Lenkung hoch und los geht's. Stellt euch mal vor, ihr wollt eine Kurve fahren, aber euer Scooter nicht. Hier müssen natürlich nur die Schrauben festgedreht werden. Und wie ich das mache mit der Einstellung, dass das Lenkrad auch gerade steht, das zeige ich euch doch mal eben ganz schnell. Ich klappe wieder die Lenksäule um, lege die mittig vorsichtig hier drauf, halte die hier fest und stelle jetzt das Rad gerade ein. So. Und jetzt drehe ich diese beiden Schrauben hier vorsichtig fest. So. Und jetzt ziehe ich die erste wieder gut fest. Jetzt kommt die zweite hinterher. Und jetzt ziehe ich die erste richtig fest. Da fällt jetzt der Lenker runter, das ist mir aber egal, weil wir jetzt schon wieder eine Verbindung haben. Kann ich noch festklemmen. So. Richtig nachziehen. Und das gleiche hier an der hinteren Schraube auch. So.
Und das war's. Und jetzt können wir die Lenksäule, hier die Lenkstange nach oben klappen. Und das war die Reparatur. Jetzt natürlich im Rahmen einer Probefahrt schauen, ob das Rad auch wirklich gerade ausfährt. Hier bin ich mir fast sicher, aber wenn nicht, kann ich hier noch mal ein klein wenig nachstellen. Tja, das war auch schon unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.